Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Ich bin Big Pauli und wir spielen heute den Level Khankras Lauer, wie beim letzten Mal gern angesagt. Und Zwischensequenz zum Anfang. Gollums Hinterlist könnte das Ende unserer Pläne bedeuten. Und Frodos Untergang. Erkennst du es denn nicht? Schatz, du gehörst uns. Er lockt uns in eine Falle. Sobald gemeine Hobbits tot sind. Aber wie immer stirbt die Hoffnung zuletzt. Gut, Samwise. Du musst Herrn Frodo befreien, koste es, was es wolle. Ganz genau, koste es, was es wolle. Spinne! Ja, ich hab schon bemerkt, dass hier überall Spinnen sind. Komm schon, Samwise. Lass Herrn Frodo nicht im Stich. Ihr wollt es nicht anders. Los, kommt schon her, ihr blöden Mistviecher. Diese Biester nur los. Tja. Das ist mal was anderes, als die ganze Zeit Uruks und Orks abzuschlachten. Jetzt schlachte ich mal Spinnen ab. Mist. Ganz genau! Verpisst euch, ihr Missgeburten! Ich muss irgendwie außen herum! Die Armee soll ausgerückt sein! Die marschieren nach Gondor! Wir haben es abpacken! Von der Zeit, man kriegt mir denn endlich was zu tun! Hey, reicht dir Kanka etwa nicht? Ich habe es einfach satt, von ihr abzuhauen! Für die Armee seid ihr nicht hart genug! Ihr taugt nur als Wächter für dieses dunkle Loch! Come on!
Ja, gegen größere Mengen von Gegnern sind Hobbits nicht gerade geeignet. Willst ihr rumschnüffeln, was? Schnappt ihr euch! Was haben wir denn hier? Bam! Ja, man muss manchmal halt das Schlachtfeld zu seinem Vorteil nutzen. Genau da muss ich hin. Mein Leben ist gerade irgendwie in einer ziemlichen Scheißlage. An denen komme ich nie vorbei. Komm schon, lass mich mal. Da ist er! Hol dir ein Holz! Tschüss, Tchaikovsky, ihr Idioten. Und der erste Kontrollpunkt. Und da unten sehen wir auch schon den nächsten Endgegner. Bam! No!
könnte jetzt mal einen Lebenstrank gut gebrauchen. Und da bin ich auch schon tot. Glücklicherweise werde ich bei dem Kontrollpunkt von gerade eben mit vollem Leben wieder neu gespawnt. Diese blöden Spinnen, die da am Boden sind, sind die so ziemlich fiesesten Viecher, die es im ganzen Level gibt. Ja, du brauchst nicht auf Elbisch zu fluchen. Ich komm ja schon so schnell ich kann. Scheiße. Brauchen mich jetzt noch einmal in diese blöden Spinnen wieder zurückzudrängen. Und ich bin tot. Mist, jetzt habe ich das auch noch in die falsche Spinnenmenge geworfen, die Fackel. Und jetzt lasse ich mich absichtlich umbringen, weil ich mit so wenig Leben den Kampf nicht schaffe. Ich brauche volles Leben für den Kampf. Also. Jetzt kommen wir zum Endgegner, zum nächsten Endgegner, nämlich Kankra.
Und da habe ich endlich mal eins der 8 Augen ausgestochen. Wow. Los, schick deinen Bruder aus. Und da ist ein Bein ab. Und jetzt rastet sie richtig aus. Jetzt rennt sie die ganze Zeit im Kreis rum. Man sollte jetzt hier immer in Bewegung bleiben. Ansonsten ist man ganz schnell tot. So. Und die nächste Brut von ihr kommt. Yes! Sonst noch irgendwelche Scheiße! Und sie haut wieder ab. Und besiegt. Komm zurück! Ich bin noch nicht fertig! Herr Frodo! Ich bin's! Sam, wach auf! Er schläft nicht. Er ist tot. Anscheinend hatte die alte Kankra ein bisschen Spaß. Wenn er aufwacht, würde er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Bringt ihn zur Festung zurück! Fünfundzwanzig gut. 81 sehr gut. 14 ausgezeichnet. Und 2 perfekt immerhin.
Dann kaufe ich mir jetzt nächstes die Kriegerklinge. Für alle. Und danach Stärke des Eisens. Und dann die Giftdolche und die Schattenwolke. Und damit bin ich auch schon wieder pleite. Und beim nächsten Mal geht es dann mit der größten Schlacht im gesamten Spiel los, die sich über 1, 2, 3, 4, über 4 Level verteilt, nämlich Minas Tirith. Und zwar beginnen wir mit Minas Tirith auf der Mauer. Danach kommt Minas Tirith Innenhof. Dann kommt das Südtor und dann kommen die Pelennor-Felder. Danach kommt dann Cirith Ungol, dann kommt das Schwarze Tor und dann kommt die Schicksalsklüfte. Aber auf jeden Fall, nächstes Mal kommt Minas Tirith auf der Mauer. Dann beginnen wir die große Schlacht um Minas Tirith. Und in dem Sinne, das war's von Big Pauli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss.